Dankeschön. Etwas Süßes zum Kaffee? Wie wäre es mit einem Apfelzimtkuchen, passend zur Jahreszeit, mit einem Hauch von Vorfreude auf den Frühling? Das klingt verlockend. Kommt sofort. Eine Karte für Sie. Danke. Die ist von Cordula aus Südamerika. Sie schreibt, dass sie den Aconcagua noch besteigen will und dann weiterreist. Es dauert sich eine Weile, bis sie wiederkommt. Hätte sie auf ihrer Reise nicht einen netten Pagen brauchen können? Ich würde auch gerne mal die Welt sehen. Ist jedenfalls nett, dass Sie die Karte gleich gebracht haben. Danke. Kein Problem. Netter Kerl, dieser Ben Sponheim. Ja, das finde ich auch. Aber meinen Apfelzimtkuchen würde ich auch ohne ihn essen. Das ist ja verständlich, das hatte ich glatt vergessen. So. Danke. Oh, komisch, mach doch nicht so ein Gesicht. So oft brauchen wir doch das Auto unter der Woche auch nicht. Trotzdem, Hildegard, es geht ums Prinzip. Oder wolltest du mit mir einen Ausflug machen? Vielleicht mal nach Starnberg oder mal wieder nach München. Da wollen wir schon so lange nicht mehr. Ja, das können wir jetzt erst mal vergessen. Ach, irgendwann wird uns die Schwester von der Emma das Geld schon bringen. Fragt sich nur, wann ist irgendwann? Wie könnte ich dich denn bloß aufmuntern? Oh, ist ganz fein, gell? Was soll das? Ihr Geld. Zumindest ein Teil davon als Anzahlung. Ja, ist ja schön, dass das doch noch kommt. Sie hätten mir nur sagen müssen, dass Sie es so dringend brauchen. Darf ich Sie daran erinnern, dass es sich um mein Geld handelt, das ich Ihnen geliehen habe? Das nächste Mal, wenn Sie knapp bei Kasse sind, dürfen Sie mich gerne wieder fragen. Hm? Das ist so eine Unverschämtheit. Sag mal, bist du dir sicher, dass die mit unserer Emma verwandt ist? Also bei den Geschwistern hat ja wohl die Emma allen Anstand und alle Höflichkeit mitgekriegt. Für die ist nichts mehr übrig geblieben. Hallo, was gibt's? Obst und Gemüse. Das ist nett, aber wie komme ich dazu? Der Lieferant hat ein bisschen zu viel geliefert für die Hotelküche und da dachte ich, ja, ein bisschen was vorbei. Schön und gut, aber ich muss eigentlich gleich zur Arbeit. Also, ja, geh nur. Ich leg das schnell in den Kühlschrank und wenn du dann hungrig nach Hause kommst, ist der Kühlschrank voll mit eisernen Reserven, die dein Vater dir vorbeigebracht hat. Ja. Du findest allein raus. Mhm. Tschüss. Simon sein. Aber die ist von Sponheim. Sie darauf, dass Sie beim ersten Satz saubere 15 Wiederholungen schaffen. Dann Pause, der zweite Satz und wenn es da ein paar Wiederholungen weniger sind, kein Problem. Das ist für den Muskelaufbau am effektivsten. Gut. Entschuldigung, darf ich Sie einen Moment stören? Ja, klar. Sekunde. Worum geht's? Ich habe Xavers Eltern einen Brief geschrieben. Richtige Entscheidung. Das glaube ich mittlerweile auch, aber ich hätte gerne Ihre Meinung gewusst. Gut, schießen Sie los. Also, mit der Anrede habe ich irgendwie noch ein Problem. Wie sagt man denn? Fürst, Fürstin, hochwohlgeboren, durchlaucht? Durchlaucht hört sich doch ganz gut an. Finden Sie? Naja, schauen Sie doch in eine dieser Zeitschriften nach, die immer über die Adligen berichten.
Da steht sowas bestimmt drin. Gute Idee. Was haben Sie den Herrschaften denn geschrieben? Okay. Da Sie mich noch nicht kennen, möchte ich mich zuerst kurz vorstellen. Mein Name ist Carla Müller und ich bin die Freundin Ihres Sohnes Xaver. Xaver hat mir im Vertrauen von Ihrem Zerwürfnis erzählt. Ich weiß, wie sehr Ihr Sohn darunter leidet. Deshalb schreibe ich Ihnen diesen Brief mit der Bitte, ihn wieder im Kreise der Familie aufzunehmen. Xaver ist ein aufrichtiger Mensch. Auch wenn ich selbst nicht adlig bin und daher wohl kaum Ihren Vorstellungen entspreche, so stamme ich dennoch aus einer wohlhabenden Reedersfamilie. Ich liebe Ihren Sohn sehr und wir sind sehr glücklich miteinander. Sehr schön. Ich bitte Sie, sich mit Xaver auszusöhnen und uns beiden als Paar eine Chance zu geben. Hochachtungsvoll, Ihre Carla Müller. Sehr schön, wirklich. Klasse, echt. Klingt das nicht so anbiedernd? Nein, das ist genau richtig. Sehr höflich und doch klar in der Sache. Am besten, Sie schicken ihn gleich noch weg. Naja, wegen der Anrede und so ein paar Formulierungen wollte ich noch durchsehen. Okay, aber dann weg damit. Meinen Sie wirklich? Ja, klar. Besser kann man das gar nicht formulieren. Okay. Danke, Sie haben mir sehr geholfen. Gerne. Darf ich Ihnen die Karte reichen? Danke. Bitte. Es ist doch alles sinnlos, wenn sie glaubt, dass sie stirbt. Und ich muss sagen, bei so einer Diagnose, ich würde selber glauben, dass ich nicht mehr lange zu leben hätte. Umso wichtiger ist, dass sie Freunde hat, die ihr Mut machen. Und ich habe das Gefühl, deine Unterstützung tut ihr wirklich gut. Es fällt mir nur so schwer, ihr ständig zu sagen, dass sie bald wieder gesund wird. Weil du nicht daran glaubst? Wenn ich sie so da liegen sehe. Simon, hast du vielleicht in den letzten Tagen dir ein bisschen zu viel zugemutet? Ich habe den Eindruck. Ich kann sie doch nicht allein lassen. Du kannst aber auch nicht Dinge von dir verlangen, die dich selbst überfordern. Überlass die Betreuung ein paar Tage ihrem Bruder und mir. Ruh du dich aus. Tank neue Kraft. Aber es sieht doch so aus, als würde ich sie im Stich lassen. Das geht nicht. Nein, wenn du mit deinen Ängsten und deinen Zweifeln an ihrem Krankenbett stehst, meinst du wirklich, dass du ihr damit hilfst? Komm, tu du dir was Gutes, damit hilfst du ihr. Und anschließend kümmerst du dich wieder um Victoria. Wo ist Simon? Im Hotel. Und was machen Sie dann hier? Nehmen Sie doch Platz. Danke. Es ist nett, dass Sie mir meiner eigenen Wohnung einen Platz anbieten. Aber ich stehe lieber. Ich muss mit Ihnen reden. Machen Sie es kurz. Herzlichen Glückwunsch. Laut diesem Test ist Barbara von Heidenberg Ihre Mutter. Woher haben Sie das? Eine Frau, der Sie nie begegnet sind, die seit einem Jahr tot ist, da frage ich mich doch, woher haben Sie das Genmaterial für diesen Test? Das geht Sie einen feuchten Dreck an. Oder ist sie vielleicht gar nicht tot? Geben Sie das her oder ich rufe die Polizei. Oh ja, die würde sich sehr für das Ergebnis interessieren. Ich stelle mir das so vor. Da haben wir hier die tote Frau von Heidenberg, ihre Mutter. Und da die lebendige Sylvia Wielander. Die ja zu verwechseln ähnlich ist. Ja, und? An ein Haar von Sylvia Wielander heranzukommen, wäre für Sie ein leichtes. Zusammen mit einem Haar von Ihnen selbst hätten Sie leicht diesen Gentest durchführen lassen können. Das ist doch Blödsinn. Das glaube ich nicht, nach dem, was ich hier gelesen habe. Sylvia ist Barbara, habe ich recht? Ja.